Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Der Frühling ist da und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal so ein bisschen meine Umstellung der Pflege jetzt zum Frühling hin für euch ein Video. Das war kein wirklicher Satz, aber egal, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video findest du so ein paar Sachen, die selbstverständlich sind, aber auch ein paar Sachen, die vielleicht so einen kleinen Aha-Effekt geben könnten. Mal gucken, ob ich dir vielleicht noch den einen oder anderen neuen Tipp mit an die Hand geben kann. Mal schauen. Genau, also wir fangen das Ganze tatsächlich auch an mit Wasser trinken. Wasser trinken ist jetzt umso wichtiger, denn nicht nur, weil ich mich im Frühling mehr bewege, sondern auch einfach, weil alles irgendwie wärmer ist und so, braucht der Körper einfach mehr Wasser von innen. Und es ist tatsächlich das Allerhilfreichste, was man machen kann, um gegen Dehydrierung auch der Haut anzuwirken. Ne? Also Wasser ist tatsächlich das A und O. Und das Wichtigste, was ich euch in diesem Video an die Hand geben möchte, in diesem Sinne, schön war es mit euch. Nein, ich habe auch noch ein paar weitere Tipps hier. Es ist auch so ein bisschen, dass ich versuche, meine Make-up-Geschichten so ein bisschen umzustellen. Natürlich teste ich ja auch weiterhin unterschiedliche Texturen und unterschiedliche Deckkraftgeschichten in meinem Gesicht. Aber was ich jetzt natürlich eher so Richtung Frühling, Sommer präferiere, sind so BB-Creams, CC-Creams. Also etwas, was halt nicht hundertprozentig Foundation-Foundation ist. Also keine richtig krass deckenden Foundations, wie zum Beispiel Estée Lauder Double Wear oder sowas. Ne? Das ist dann eher so im Winter bei mir aufgehoben. Sondern so leichte Geschichten. Da habe ich zum Beispiel hier von Dalton, da habe ich jetzt auch aktuell den Code BeautyClaudi für 20% Rabatt. Gönnt euch hart, wenn ihr möchtet. Diese Woche gilt der, ne? Produkte sind in der Infobox verlinkt natürlich. Ja, die BB-Cream, das ist diese hier. Ich habe die in der Farbe Ivory, habe die heute auch drauf. Ich glaube, zu dem Look kommt noch ein Schminkvideo oder ist es schon gekommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine schöne, leichte Geschichte, die so ein bisschen die Haut ausgleicht optisch, ne? Also dass man halt so eine ganz leichte bis Medium Deckkraft bekommt, ja, aber trotzdem auch ein ganz angenehmes Gefühl auf dem Gesicht hat. Wenn du die verwendest, brauchst du, wenn du vorher einen Lichtschutzfaktor verwendet hast, definitiv keinen Primer oder so. Ich persönlich sette die auch mit einem Puder, aber das muss man einfach für sich selber entscheiden. Ist halt auch eine ganz gute Foundation oder BB-Cream, die man im Alltag auch easy verwenden kann, also sehr unkompliziert in der Anwendung. Und ja, da sind wir jetzt auch schon bei dem aller wichtigsten. Auch ganzjährig sollte man Lichtschutzfaktor verwenden, aber jetzt wird es halt immer wichtiger, weil nicht nur die Sonneneinstrahlung wird mehr, sondern wir bewegen uns auch mehr draußen. Das heißt, ja, unsere Haut ist mehr der Sonne ausgesetzt und dementsprechend sollten wir auch, oder ich persönlich achte da einfach auch mehr drauf, dass ich dann noch mehr Lichtschutzfaktor verwende. Es ist so, dass ich im Winter tatsächlich das ein oder andere Mal vielleicht auch mal aussetze, wenn ich denke, ach, heute gehe ich nicht wirklich nach draußen, dann ne, lasse ich den Lichtschutzfaktor auch mal weg. Aber jetzt ist es wirklich, dass ich da sehr, sehr intensiv hinterher bin. Da habe ich hier fürs Gesicht den von Dalton mit Lichtschutzfaktor 50+. Ich persönlich mag den sehr gerne. Man muss immer ein bisschen aufpassen, eigentlich bei allen Lichtschutzfaktoren, dass die auch ordentlich in die Haut einziehen. Ansonsten kann es halt zu Krümeln kommen, sowohl mit der Gesichtspflege, die du vorher aufgetragen hast, als auch mit, wenn du darüber Foundation und so aufgibst. Ne? Aber ich mag diese Lichtschutzfaktor-Geschichte sehr, sehr gerne. Ist für mich auch ein absolutes Must-Have-Produkt und ich liebe sie. Ich mag die Textur, ich mag den Geruch. Ich mag das Gefühl und finde es einfach toll, dass man damit halt echt ja, sich vor der Sonne schützen kann. Wir hatten das in den letzten Jahren leider immer häufiger in der Familie, dass da auch Themen mit Hautkrebs und so weiter aufkamen oder halt generell, was irgendwie gefühlt jede Person hat, so Pigmentflecken und so weiter. Und wenn du halt einen ausreichenden Lichtschutzfaktor verwendest, kannst du dem Ganzen entgegenwirken. Dann nimmt man dann entweder diesen 50er, würde ich persönlich bei meiner Extremblässe immer verwenden. Die Leute, die halt sagen, ach komm, aber trotzdem Lichtschutzfaktor verwenden wollen, nehmen halt zum Beispiel den 30er. Das ist halt richtig krass vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, ne? Weil du hast hier 150 Milliliter drin und da kommst du auch ewig mit aus, gar keine Frage. Du kannst beide auch am ganzen Körper verwenden. Ne? Ich verwende den 30er halt am Körper und den 50er im Gesicht. Aber wie gesagt, da muss man halt einfach für sich selber entscheiden, was man möchte. Hier hast du natürlich auch eine etwas leichtere Textur. Ne? Und ja, genau. Also für mich persönlich sind das sehr, 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 sehr gute Produkte und ich verwende sie unheimlich gerne.
Und man sollte aber, wenn man sich dann schön eingecremt hat, nicht nur vergessen, immer wieder auch nachzulegen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man geschminkt ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Garten ist oder so, dann bist du ja meistens nicht unbedingt Fullface geschminkt, ne? Dann sollte man halt immer mal wieder so, na, ich sag mal alle 1, 2 Stunden, wenn man sowieso eine Wasserpause macht, dass man halt einfach mal guckt, dass man auch ein bisschen was nachlegt. Das ist wirklich wichtig, weil Lichtschutzfaktor verlängert ja im Prinzip nur die Möglichkeit von einer Hautgeschichte her, dass man sich in der Sonne aufhalten kann. Und irgendwann ist das natürlich auch ne, wieder zu aufzubauen, also nachzulegen. Das ist wirklich wichtig. Und genau, was ich auch auf jeden Fall nicht vergessen möchte und darf, ich hatte tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal Sonnenbrand auf den Lippen. Das ist eine ganz unangenehme Geschichte. Wirklich wünsche ich keinem. Vergesst die Lippen nicht. Ne? Da gibt es hier zum Beispiel von Freiöl einen Lichtschutzfaktor. Produkt, also quasi Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor drin, finde ich großartig und kann ich auch wirklich euch sehr empfehlen. Den habe ich auch schon mal leer gemacht. Ich habe jetzt aktuell auch einen anderen, ich glaube von Polar oder so, in meiner Jackentasche und ja, immer wieder nachlegen. Das ist wichtig, weil gerade die Lippengeschichten, das merken wir vielleicht, wenn wir Lipgloss zum Beispiel mal drauf haben oder einen Lippenstift, ne? Das geht noch schneller ab als das, was du an Gesicht und Körper hast. Ein ganz großes Thema, wo auch wirklich eine Umstellung stattfinden sollte, ne, ist tatsächlich das Peeling. Also am Körper verwende ich nach wie vor sowohl im Sommer als auch im Winter auch noch dieses Ingwer-Meersalz-Peeling oder auch andere. Ne? Gibt es ja auch von Isana, von Balea, aber ich finde das hier halt sehr, sehr gut. Und genau, da verwende ich das sehr gerne. Das ist im Winter tatsächlich durch diese Ölkomponente mit drin sehr, sehr pflegend und angenehm für die Haut und gibt halt so ein Spa-at-Home-Gefühl, wenn man das in einem kuschelig warmen Badezimmer verwendet. Im Sommer hat das auch ein bisschen was von, ich habe einen Tag am Meer, ohne ans Meer zu fahren, tatsächlich, ne? Weil Dalton ist Meereskosmetik, das heißt, da sind überall auch in den Produkten Inhaltsstoffe und Wirkstoffe drin, die halt aus dem Meer kommen und dementsprechend dann für uns, für unseren Körper sehr bekömmlich sind, sehr sanft und angenehm sind, einfach weil das Leben an sich ja aus dem Meer entstanden ist und dementsprechend sind diese ganzen Meereswirkstoffe für unseren Körper, für unsere Haut halt total angenehm zu verwenden, weil die Haut das schon quasi so ein bisschen kennt, ne? Also das ist halt sehr angenehm. Deswegen kann ich mit meiner sehr sensiblen, sehr trockenen Haut das sehr gut verwenden. Auf jeden Fall ja, mag ich dieses Peeling sehr gerne, sowohl im Sommer als auch im Winter, als auch im Frühling, als auch im Herbst. Ja, also für mich ganzjährig. Aber das Gesicht sollte man umstellen. Ich gehe jetzt wirklich komplett weg von diesen ganzen Geschichten. Chemisches Peeling, AHA, BHA, PHA ist nicht mehr in meinem Schrank zu finden. Und das Retinolserum, was ich noch in Anwendung habe, brauche ich jetzt noch auch. Da ist noch ein kleines Pfützelchen drin. Und wenn das leer ist, dann werde ich es auch jetzt erstmal bis Oktober nicht mehr verwenden. Denn meine Pflege richtet sich immer von Ostern bis Oktober. Und dementsprechend, ne, habe ich jetzt meine Pflegeumstellung. Gut, Ostern ist jetzt dieses Jahr ein bisschen früh, deswegen kann man jetzt so diese Übergangszeit nutzen, um die Produkte, die man hat, noch aufzubrauchen. Aber das Ding ist, dass wenn du chemische Peelings verwendest oder auch Retinol, dann wird die Haut lichtempfindlicher. Und wir hatten das ja gerade schon mit dem Lichtschutzfaktor. Die Haut ist jetzt mehr von der Sonne, ne, in Kontakt und dementsprechend passt man per se schon mal auf. Wenn du jetzt aber noch ein chemisches Peeling verwendest, dann wird sie ja noch lichtempfindlicher und da kannst du gar nicht genug Lichtschutzfaktor verwenden. Das heißt, da sollte man jetzt umstellen auf Wirkstoffe wie Enzyme oder Teebaumöl oder was hab wie Ziza habe ich jetzt hier auch zum Beispiel, wenn du oder Niacinamide, ne, wenn du halt wirklich Unreinheiten hast, was man. Da ist die Haut ja relativ entspannt, in Anführungsstrichen. Der ist es ja pupsegal oder den Hormonen, sage ich jetzt mal, ne? Ob jetzt Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist, Unreinheiten kriegen wir trotzdem. Und jetzt ist halt diese große Frage, wie kriege ich die denn dann weg? Wie kriege ich die denn so ein bisschen, ne, Entzündung gehemmt? Generell, wenn du Produkte verwendest aus der Meereskosmetik, hast du ja oft so Algeninhaltsstoffe mit dabei. Dementsprechend hast du da schon mal Produkte, die so eine leicht entzündungshemmende Wirkung auch mit dabei haben. Wenn du aber ein bisschen mehr in die Vollen gehen möchtest, kann man zum Beispiel Ziza verwenden. Da gibt es auch solche Pickle Patches. Die hatte ich mal in einem Adventskalender drin und ja, die habe ich jetzt aktuell in Anwendung. Das ist halt mit Ziza, Tigergras. Tiger wälzen sich in diesem Tigergras, wenn die Verletzungen haben. Das ist einfach eine entzündungshemmende und eine reparierende Wirkung, die das haben, die diese Patches haben. Und ja, genau. Also solche Patches gibt es natürlich auch mit Salicylsäure, aber das ist BHA, da verzichte ich jetzt drauf. Da gehe ich lieber zu Ziza. Oder
Ich richte meinen Fokus zum, ich glaube, hier ist Teebaumöl drin, ne? Da habe ich jetzt zum Beispiel das SOS Spot Concentrate von Dalton auch natürlich. Natürlich. Ja, ich habe jetzt diese Woche einen Code, deswegen habe ich jetzt auch sehr viele Produkte hier von Dalton. Aber natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, diese Wirkstoffe, von denen ich jetzt auch rede, in der Drogerie zu finden oder auch bei anderen Marken zu finden. Bei Dalton weiß ich halt einfach, dass die Produkte gut funktionieren und ich zeige euch hier auch die Produkte, die bei mir funktionieren. Naja, auf jeden Fall habe ich hier, das gibt es jetzt mittlerweile in einer neuen Verpackung, dieses SOS Spot Concentrate. Das ist sehr flüssig, das machst du dir halt punktuell drauf. Oder wenn ich jetzt hier wirklich, ne, aufgrund von, ich habe jetzt gerade meine... mein Eisprung, da kriege ich halt hier Unreinheiten, dann mache ich das halt hier wirklich einmal so großflächig drauf, lasse das ein bisschen einziehen und kann dann einfach mit meinem Serum weitermachen, mit meiner Gesichtspflege. Fertig ist die Laube, ne? Entzündungshemmend und ja, halt in dem Sinne auch reinigend. Was man auch machen kann, sind natürlich generell Gesichtspeelings, verwende ich 2-mal pro Woche und da gibt es hier dieses Exfoliant Care, auch da haben wir ein neues Verpackungsdesign, Soft Skin Effect, das sind diese Enzym-Peeling Sticks. Ich finde sie fantastisch. Also das sind 8 Sticks, die du aber 3-mal verwenden kannst. Also du hast so viel Produkt drin, dieses 1 Gramm kannst du auf 3 Anwendungen aufteilen, ne? Und das ist fantastisch. Das ist super, super angenehm für sensible Haut, richtig gut geeignet, auch in der Schwangerschaft und Stillzeit tatsächlich. Und jetzt natürlich im Frühling mein Peeling überhaupt. Sehr mild, aber trotzdem effektiv. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal verwendet habe und dachte, da passiert doch gar nichts, aber dann halt wirklich nach einem gewissen Zeitraum, so nach einem Monat ungefähr, mir meine Haut auch nochmal angeguckt habe, die war halt wirklich verfeinert. Dadurch, dass du die abgestorbenen Hautzellen abgetragen hast, ne, das geht halt mit diesem Enzympeeling, wird das Hautbild wirklich weicher. Und wenn ich das anwende, habe ich danach auch nicht dieses quietsche, saubere Gefühl oder so, sondern es ist halt wirklich ein angenehmes Hautgefühl und das Enzympeeling von Dalton mag ich persönlich am liebsten von allen, die ich halt mittlerweile ausprobiert habe und ja, das gönne ich mir tatsächlich auch sehr, sehr gerne, ist sehr empfehlenswert und jetzt halt gerade in der Peeling-Umstellungsgeschichte das, was ich jetzt im Sommer und Frühling verwenden werde und auch am Anfang vom Herbst ein bisschen. Genau, wenn man dann aber wirklich so richtige Oschi-Viecher hat, wo du eine krasse Entzündung hast, was wirklich einfach wehtut und wo du dich einfach nicht wohl mitfühlst, da gibt es dann die Möglichkeit, mit einer intensiveren, entzündungshemmenden Geschichte zu arbeiten. Oder halt mit einer hautreparierenden Geschichte. Natürlich kann man da auch auf die klassischen Salben, die es halt auch in der Apotheke gibt, zurückgreifen, also so rückfettende Geschichten, dann hast du aber auch wirklich sehr viel im Gesicht und da kommen wir auch gleich zu. Ich persönlich würde empfehlen, halt jetzt in der Zeit zum Beispiel auf Niacinamide zu gehen, sowas dann zum Beispiel abends verwenden. Das ist so das Serum, was ich jeden Abend verwende, ne? Und nicht unbedingt dann, wenn ich ein Enzympeeling gemacht habe, dann würde ich halt eher aussetzen einen Tag und dann lieber vielleicht eine feuchtigkeitsspendende Maske verwenden oder Ceramide verwenden. Aber das hier ist auf jeden Fall das Serum, was hilft, das Hautbild zu verfeinern. Auch so ein bisschen diese ja, Verfärbung, so Pickelmale und so werden aufgehellt und du hast hier die entzündungshemmende Wirkung halt mit dabei. Ne? Da sind Niacinamide auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte, ein wichtiges Serum, was wir jetzt halt im Frühling, Sommer ganz gut verwenden können, um halt gegen Unreinheiten und so anzugehen. Und gegebenenfalls halt auch, wenn man Pigmentflecken hat, das Ganze aufzuhellen. Und wie gesagt, wenn man dann halt den Peeling-Tag hatte, wenn du ein Enzympeeling verwendet hast, würde ich dann eher auf die reparierende Pflege gehen. Das ist eigentlich so für mich relativ logisch. Ich habe ein Peeling gemacht, das heißt, ich habe meine Haut in Anführungsstrichen gereizt. Habe ich ja eigentlich nicht, dadurch, dass es ein mildes Peeling war. Aber ne, da bräuchte ich dann theoretisch eher etwas, was die Haut noch mehr stärkt, die Hautbarriere, sei es mit Peptiden oder halt mit Ceramiden. Und da gibt es ja dieses Triple Ceramide Serum, das ist so mein liebstes High Concentrate von Dalton, was ich auch richtig großartig finde. Im Winter verwende ich das halt wirklich intensiver, weil das auch ein eher reichhaltiges Serum ist. Aber jetzt im Sommer ist es auch eine mega geile Geschichte, wenn man Richtung Sonnenbrand vielleicht mal denkt. Also wenn du halt wirklich eine Haut hast oder wenn du wirklich einen ganzen Tag in der Sonne warst, zum Beispiel nachdem ich im Garten gewesen bin und dann halt wirklich, ich habe dann eine rote Rübe, das ist dann einfach so, dann verwende ich einfach gerne Ceramide. Das stärkt die Hautbarriere und repariert halt alles auch wieder, ne? Und beruhigt vor allem. Und wie gesagt, 1A in Kombination mit dem Enzympeeling. Wovon ich jetzt tatsächlich eher so
weggehe, ist so diese ganzen öligen Geschichten, Kollagene und solche Sachen halt. Ne? Squalan ist jetzt auch nicht so das, was ich verwenden würde, weil das sind ölige Inhaltsstoffe, ölige Wirkstoffe, die wirklich dann auch auf der Haut liegen. Wenn ich das verwenden wollen würde, dann wirklich nur, wenn meine Haut sehr, sehr ausgetrocknet ist und dann auch eher abends, weil über Tag ist es halt so, dass die Talgproduktion viel mehr arbeitet, jetzt generell Frühling, Sommer, ne, und meine Haut auch eher rückfettet von alleine her. Das heißt, da brauche ich eigentlich jetzt nicht noch von außen etwas draufgeben, wo mehr Öl halt da ist. Das flutscht dann alles einfach zu sehr. Das heißt zum Beispiel, dieses Soul ist jetzt etwas, wo ich froh bin, zum Beispiel das verwendet zu haben, weil ich fand es super. Ich würde es jetzt aber eher weniger im Frühling, Sommer verwenden, weil das halt einfach eine ölige Konsistenz hat. Genauso hier so Kollagen, ne? Da habe ich ja auch welche aus meinem Backup. Das ist halt auch eher ein Fett und man muss sich das so vorstellen, du hast halt verschiedene Möglichkeiten, dein Gesicht halt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Du kannst durch zum Beispiel Hyaluronsäure, was jetzt im Sommer richtig gut ist, das halt in die Haut mit reinbringen, dass die Haut durchfeuchtet wird. Knitterfältchen werden aufgepolstert, du gibst von innen mit Wasser, von außen tiefer in die Haut eindringt mit Hyaluronsäure Feuchtigkeit ins Gesicht. Du kannst zum Beispiel aber auch Aloe Vera immer sehr gut verwenden. Das sind halt echt gute Inhaltsstoffe gerade. Ne? Und genau, das ist dann für die Hautschichten, die verschiedenen, was halt eindringt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eben mit Kollagen und Squalan und so. Ich glaube, Squalan ist veganes Kollagen. Naja, dass du halt von außen mit so einer Lipidschicht wie so ein Film, dir das halt auf die Haut gibst, damit keine Feuchtigkeit aus der Haut verdunsten kann. Ne? Dieses aus der Haut verdunsten, Fettschicht, würde ich einfach jetzt im Sommer, Frühling eher weglassen. Wie gesagt, eher abends verwenden, wenn überhaupt, und dann halt auch eher nur so als Kur und jetzt mehr so in die Tiefe der Haut reingehen. Interessant formuliert, ich weiß. Das heißt, eher mit leichteren Texturen arbeiten und eher mit den Inhaltsstoffen und Wirkstoffen arbeiten, die halt die Haut an und für sich bearbeiten und nicht von außen das Ganze beschützen. So, weil das könnte zu viel werden. Es kommt von außen ja schon genug, ne? Durch die Sonne, durch die Wärme und so. Und da möchte man jetzt halt einfach ein bisschen mehr der Haut die Möglichkeit geben, ja, sich auch ein bisschen freier zu fühlen, um das mal so zu sagen. Genau. Sonst entsteht sowas wie Hitzepickel zum Beispiel. Das fällt mir gerade so ein. Was ich dann auch empfehlen würde, wären tatsächlich auch bei Tages- und Nachtcremes, je nachdem wie eure Haut so ist. Ich persönlich verwende auch als Nachtcreme gerne jetzt noch etwas reichhaltigere Sachen, aber gerade so als Tagescreme, vor allem unter dem Aspekt, dass man dann ja auch einen Lichtschutzfaktor auf jeden Fall mit drauf geben sollte, leichte Texturen. Da ist zum Beispiel hier diese Sensitive Care Creme eine super Geschichte. Ist auch eine ganz schöne Sache, weil die kannst du zweckentfremden. Wir rasieren uns jetzt auch alle viel mehr wahrscheinlich und die kannst du super als Aftershave-Creme auch mitnehmen. Das mache ich, also eigentlich ist es meine Creme, die ich für mein Unterstübchen verwende, um da halt Rasierpickeln oder halt eingewachsenen Härchen entgegenzuwirken. Ne? Und ja, ist aber auch von der Textur her eine ganz schöne Geschichte. Die gibt es auch noch in der Light-Variante, damit man halt eine leichte Feuchtigkeitsgeschichte für die Haut hat, aber nicht zu viel, sodass es jetzt nicht irgendwie alles flutschig wird, ne? Genau, das ist halt die Empfehlung meinerseits. Was als Wirkstoff richtig gut zusammen mit Lichtschutzfaktor funktioniert, einfach weil sich das ergänzt und was man am Morgen auch sehr gut verwenden kann, ist Vitamin C. Das ist etwas, was ja auch aufhellend wirkt, also dass du quasi diesen Glow bekommst. Auch das wirkt tatsächlich gegen hier so Verfärbung und so weiter. Ne? Und da gibt es natürlich auch was von Dalton. Da habe ich hier dieses Vitamin C Serum. Auch eine sehr schöne Geschichte. Riecht ein bisschen kräuterig, ne? Aber ist ein sehr angenehmes Serum, wo auch wirklich alles ganz gut miteinander harmoniert. Wenn man jetzt das Serum nimmt, wenn man die Creme nimmt, wenn man den Lichtschutzfaktor nimmt, dann hast du auf jeden Fall eine gute Pflege am Start und deine leichte Augencreme dazu. Fertig ist die Laube. Also Vitamin C ist jetzt definitiv eine schöne Sache, wenn man halt auch Glow mag und wenn man dieses Frische halt haben möchte. Da hilft das am Morgen auf jeden Fall, was man auf gar keinen Fall kombinieren sollte. Also in einer Routine wäre Vitamin C und Niacinamide. Dazu habe ich euch aber auch in einem Wirkstoffvideo schon ein bisschen mehr erzählt, was ich euch wahrscheinlich eben schon eingeblendet habe. Ansonsten ist es jetzt eingeblendet.
Das heißt, Vitamin C morgens, Niacinamide abends. Das wäre so meine Empfehlung, um dann halt ein perfektes Hautbild halt hinzubekommen. Was ich jetzt auch mache, ist, dass ich meine Masken in den Kühlschrank verfrachte. Einfach, dass wenn ich dann so aus dem Garten komme und dann aus der Dusche komme und mir dann was auf mein Gesicht geben möchte, etwas Kühlendes habe. Da bin ich jetzt im Winter nicht ganz so drauf abgefahren, weil wenn mir kalt ist, brauche ich nie auch noch was Kaltes im Gesicht haben, ne? Aber da sollte man... Wenn man möchte, sollte man nicht, kann man, wenn man möchte, seine Tuchmasken im Kühlschrank aufbewahren. Und die beiden, die ich jetzt einfach im Frühling, Sommer 1A von Dalton finde, sind diese beiden. Das ist einmal die Pink Splash Moisturizing Mask. Das ist die, die ist auch relativ neu. Die hilft einfach dabei, dass die Haut Feuchtigkeit bekommt. Trockenheitsfältchen werden halt auch so ein bisschen minimiert dadurch. Und genau, ist aber wirklich eher so für Feuchtigkeit gedacht und Kühlung. Du hast ja auch nicht so super viel Serum drin, wie jetzt in dieser hier, sodass du diese Maske einmal verwenden kannst und hast einfach mal ein richtig süßes, pinkes Gesicht. Ich feiere das. Und ja, die hier kannst du bis zu dreimal verwenden. Und die ist wirklich, die ist für mich so die Maske, die ich auch gerne verwende, wenn ich richtig, richtig doll im Garten war und richtig, richtig knallrot aussehe. Dann hilft die, ne? Weil die kühlt in dem Sinne ja auch dadurch, tatütata, läuft bei dir, dass die dann ja auch ja, diese Feuchtigkeit mit reinbringt und halt auch wirklich ein schönes Bügeleisen fürs Gesicht ist. Also eine ganz tolle Maske, die ich ganzjährig sehr gerne verwende und die kannst du, wie gesagt, bis zu dreimal verwenden und ja, mega Maske. Ja, und was dann natürlich auch als, nachdem man in der Sonne war, immer wieder empfehlen sollte. Ich habe eben schon über Aloe Vera gesprochen, ne? Gibt es natürlich auch hier Produkte von Dalton, wo du in dem Sinne eine Nachbehandlungsgeschichte von der Sonne hast. Auch die hier, die Aftersun, kannst du dir theoretisch als Nachtcreme nach einem Sonnenbad auftragen, ne? Also du kannst eigentlich alle Produkte, die du am Körper verwendest, auch im Gesicht auftragen, genauso wie du alle Gesichtsprodukte auch im Körper auftragen kannst. Die Gesichtspflegeprodukte sind nur tatsächlich dann von den Wirkstoffen eher so darauf abgestimmt, auch gewisse Dinge zu behandeln, die du in deinem Gesicht dann hast. Und hier hast du halt einfach eine beruhigende Geschichte. Aber wenn ich, hatte ich auch schon, richtig krass Sonnenbrand habe, auch im Gesicht, nehme ich das Schätzelein. Das hilft einfach und ja, das bröselt dann halt im Gesicht, deswegen ist es eher für den Körper gedacht, aber verwende ich halt gerne nach einem richtig krassen Sonnenbad. Und ja, da sind wir auch bei einem Thema, auch am Körper verwende ich jetzt eher so leichtere Texturen. Jetzt aktuell habe ich noch im Aufbrauchmodus die Körperbutter von Dalton. Wenn die leer ist, werde ich jetzt wirklich komplett zu den leichten Texturen rüber switchen. Das heißt, entweder wirklich diese Aftersun-Geschichte, die kannst du auch auftragen, wenn du jetzt nicht in der Sonne vorher warst, ne? Die riecht auch unheimlich gut und macht ein schönes Hautgefühl. Oder da kann ich hier auch empfehlen, die Bodycare Hydro Boost Hyaluron Body Lotion. Die geht halt auch wirklich nochmal etwas tiefer in die Hautschichten ein, um sie mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das Einzige, was ich hieran tatsächlich nicht so hart feiere, ist der Pumper, weil der kriegt irgendwie nicht alles raus. Da muss ich das immer über Kopf stellen, dann kriege ich den Rest vom Schützenfest auch noch mit raus. Und ja, das wären jetzt so meine Tipps und Tricks, die ich euch mit an die Hand geben würde, wenn es jetzt so Umstellung der Pflege Richtung Frühling-Sommer geht, ne? Und da habe ich euch jetzt einfach mal erzählt, wie das so bei mir wird. Ihr seht das ja auch in meinen Aufgebraucht-Videos und auch in meinen Badezimmer-Update-Geschichten, welche Produkte so aktuell bei mir im Einsatz sind. Aber genau, das würde ich persönlich empfehlen, auch wenn ich jetzt so in meinem Umfeld gefragt werde, Mensch, Claudi, der Sommer kommt, was soll ich machen? Solche Geschichten. Muss nicht alles sein. Es ist halt alles so, wie man sich wohlfühlt. Und das ist halt auch die Sache. Jede Haut ist anders. Und jeder entscheidet ja auch für sich, oder die Haut jedes Einzelnen entscheidet ja auch, was brauche ich. Ne? Wenn meine Haut sagt, Mensch, ich bin ein Schwamm, ich brauche jetzt aber noch eine Schicht und noch eine Schicht und ich brauche jetzt aber eine reichhaltige Creme, hau raus, Krokette. Oder wenn die Haut sagt, Mensch, komm, heute reicht halt, wenn du mir nur eine ganz leichte, dünne Schicht von der Triple Ceramide Serum Geschichte drauf gibst, ich brauche keine Creme mehr drüber, lass das mal bleiben, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Achtet einfach auf euch, dass ja, jetzt einfach keine Sonnenschäden entstehen und ihr jetzt nicht irgendwie die Haut überstrapaziert, sondern ihr im Prinzip das gebt, wonach sie ruft. Genau, hört auf eure Haut und trinkt ordentlich Wasser. In diesem Sinne würde ich sagen, denkt gerne dran, wenn ihr möchtet, dass ihr bei Dalton jetzt mit Beauty Claudi 20% sparen könnt. Da habe ich euch auch die Produkte, die ich euch gezeigt habe, in der Infobox verlinkt, aber auch die anderen, die ich erwähnt habe natürlich. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.